herzlich willkommen, Personaltrainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalem Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Ramona führt uns nun die Übung vor für den unteren Bauchmuskelbereich Beinheben. Ramona, du kannst beginnen. Es gibt zwei Varianten. Einmal die Variante mit angewinkelten Beinen, wie sie jetzt auch schön macht, schön nach unten bis zur Körperstreckung, aber nach hinten keinen Schwung holen, oben kurz anhalten und langsam wieder nach unten. Kannst du mal kurz abstellen, Ramona? Das war jetzt die Variante mit angewinkelten Beinen. Und als nächstes zeigt uns Ramona die Variante mit gestreckten Beinen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, dadurch der Hebel größer ist. Langsam nach oben bis zur Waagerechte, kurz anhalten, Fußspitzen noch anziehen. Auf was man achten sollte, ist hier ganz wichtig. Wenn man hier hinten die Lendenwirbelsäule sieht, darauf sollte man dabei achten, darauf achten, dass die Lendenwirbelsäule anliegt. Ramona, mach das bitte mal falsch und schwing mal nach hinten durch. So, einmal hoch und nach hinten durchgeschwungen. Wenn man jetzt sieht, da ist natürlich hier die Lendenwirbelsäule unter Stress, weil die natürlich sehr stark nach vorne kippt. Das machst du mal bitte korrekt. So, und jetzt korrekt. Unten kurz anhalten, anheben und das Ganze natürlich in einer schönen, langsamen Bewegungsausführung. Immer unter Belastung ausatmen. Das Ganze nochmal bitte mit gestreckten Beinen, ohne Schwung, Fußspitzen anziehen. Jawohl. Okay, gut.